Wir sind im letzten Video in das Kapitel Fette eingestiegen und haben im Rahmen dieses Themas ein paar Beispiele für die Bedeutung von Fetten genannt. Da muss man noch ergänzen, dass Fette auch eine große Rolle als nachwachsende Rohstoffe spielen, nämlich als Treibstoff bzw. Treibstoffzusatz, bekannt unter dem Namen Biodiesel. Hinter dem Begriff Biodiesel steckt letztlich in aller Regel der Rapsöl-Methylester, genauer müsste man sagen der Rapsölsäure-Methylester, denn es werden die Rapsölfettsäuren umgeestert zum Methylester und dienen zu bei uns in Europa 80% als Rohstoff für den berühmten Biodiesel. Die restlichen 20% kommen bei uns in der Regel aus Sojaöl, aber man kann selbstverständlich auch alle anderen Fette umestern, um sie als Treibstoff nützlich zu machen. Alte Dieselmotoren vertragen sogar unumgeestertes Rapsöl einfach so. Das riecht dann aus dem Auspuff ein wenig nach alten Pommes, aber das funktioniert auch. Unsere modernen Motoren sind da ein bisschen empfindlicher. Für die wird das zum Biodiesel aufgearbeitet. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema dieses Videos, nämlich zu den Fetten in der Küche. Wir unterscheiden in der Küche die Fette in erster Linie nach ihren Schmelzpunkten. Wir haben harte Fette, so Rindertalg benutzt man jetzt seltener, aber Kokosfett und Palmkernfett werden als Bratfette verwendet. Die Schmelzpunkte liegen samt und sonders über 40 Grad, das ist so die Grenze, ab der man von harten Fetten spricht. Weichere Fette sind dann Butter, Margarine oder Schmalz, die im Bereich zwischen 5 Grad und 40 Grad schmelzen. Darunter schmelzende Fette bezeichnet man als Öle, zur Unterscheidung von den Mineralölen auch als fette Öle. Und da fallen so ziemlich alle Pflanzenöle drunter, die uns in der Küche begegnen. Sonnenblumen, Distel, Färberdistel, Olivenöl oder auch die edleren wie Kürbiskernöl, Walnussöl und so weiter. Abhängig ist dieser Schmelzpunkt in erster Linie von der Zahl der Doppelbindungen in den drei Fettsäuren. Das Phänomen ist uns bekannt. Es gibt etwa 50 verschiedene Fettsäuren, von denen einige eben Doppelbindungen enthalten. Und dass diese Doppelbindungen für den Schmelzpunkt der Verbindung verantwortlich sind, kennen wir aus dem Kapitel der Alkene. Wir wissen, dass starre, gewinkelte Abschnitte in der Kette, wie sie eben bei Doppelbindungen entstehen, dafür sorgen, dass die Schmelzpunkte tiefer liegen. Welche Fette wir in der Küche nun auch immer anschauen, es liegen in aller Regel Moleküle vor, die mehrere verschiedene Fettsäuren enthalten. Wir sprechen daher von gemischten Triglyceriden. Und als Beispiel zeichne ich mal ein völlig beliebiges auf. Wir haben hier das Glycerin, an dem dran geestert sind dann zum Beispiel Fettsäuren wie die Palmitinsäure, eine C16-Fettsäure, das heißt also 16 Kohlenstoffatome, und keine Doppelbindung. Eine zweite sehr bedeutende Säure ist die Stearinsäure mit 18 Kohlenstoffatomen, also zwei mehr. Oder gleichfalls mit 18 Kohlenstoffatomen, aber einer Doppelbindung drin, die Ölsäure, wie sie zum Beispiel im Olivenöl häufiger vorkommt. Natürliche Fette sind nie Reinstoffe und auch nie Fettmoleküle, in denen dreimal die gleiche Fettsäure drin vorkommt. Das wäre ungewöhnlich. Normalerweise haben wir es mit einem Gemisch zu tun, aber wir können sagen, dass Öle eben schwerpunktmäßig Fettsäuren mit mehreren Doppelbindungen enthalten und feste Fette gesättigt sind. Neben der Ölsäure mit nur einer Doppelbindung gibt es auch welche mit zwei, drei oder noch mehr Doppelbindungen. Sehr bekannt ist die Linolsäure, eine Oktadiensäure, die also gegenüber der Ölsäure noch eine weitere Doppelbindung enthält. Oder die Linolensäure, die sogar drei Doppelbindungen enthält.
Natürliche Fettsäuren sind meist geradzahlig. Die etwa 50 verschiedenen natürlich vorkommenden Fettsäuren sind sehr unterschiedlich, aber man kann so als generelle Linie sagen, sie haben meistens eine gerade Zahl von Kohlenstoffatomen. Sie sind meistens 16 bis 18 Kohlenstoffatome lang. Und wenn Doppelbindungen drin vorkommen, dann sind sie in aller Regel cis, in cis-Stellung. Ein gemischtes Triglycerid kann man, wenn man möchte, auch als heteroazides Triacylglycerin bezeichnen. Das sei nur am Rande erwähnt, weil man es ab und zu liest, aber das macht die Sache eigentlich nur unnötig kompliziert. Die Zahl und Lage der Doppelbindungen, das haben wir schon mitbekommen, ist für die Gesundheit, für den gesundheitlichen Wert und für die Eigenschaften, auch für die Verwendungseigenschaften in der Küche entscheidend. Gesättigte Fette sind nicht nur fest, sondern sie sind auch sehr hitzestabil. Nachdem die Doppelbindung ja sehr anfällig ist gegenüber irgendwelchen chemischen Einflüssen, kann das gesättigte Fett hoch erhitzt werden und ist deswegen als Bratfett geeignet. Ungesättigte Fette sollte man nicht braten, aber sie sind dafür die sogenannten guten Fette, die Fette, die gesundheitlich einen höheren Wert haben. Das liegt unter anderem daran, dass manche ungesättigten Fette essentiell sind, das heißt, der Körper braucht sie, aber er bekommt sie eben nur über die Nahrung. In dem Zusammenhang liest man sehr oft etwas von Omega so und so Fetten. Omega-3, Omega-6 Fetten. Die Omega-Zahl bezeichnet die Position der Doppelbindung vom Kettenende her gerechnet. Der griechische Buchstabe Omega ist der letzte im griechischen Alphabet und steht deswegen auch für den letzten Kohlenstoff in der Kette. Und wenn ich jetzt als Beispiel so etwas aufzeichne, habe ich vom Kettenende her gerechnet die Doppelbindung an der Position 3. Damit handelt es sich hier um eine Omega-3-Fettsäure. Somit empfiehlt es sich, die Speisefette nach ihrer jeweiligen Verwendung auszuwählen. Es ist nicht geeignet, ein Fett mit vielen Doppelbindungen in der Pfanne stark zu erhitzen. Das kann verharzen, im übleren Fall sogar Verbindungen bilden, die krebserregend sind. Und umgekehrt sind Bratfette jetzt für den Salat nicht geeignet, nicht nur weil sie fest sind, sondern weil ihnen eben die Doppelbindungen fehlen, die wir eigentlich gerne in der Nahrung haben. Wie bereits erwähnt, gibt es bei den Doppelbindungen auch noch die Unterscheidung der Cis- oder Transfette. Natürliche Fette sind in der Regel Cis-Fette, sie können aber bei der Verarbeitung zu Margarine zum Beispiel oder beim hohen Erhitzen zu Transfetten isomerisieren. Und das kann sehr gesundheitsschädlich sein. Deswegen sind die Transfette im Zusammenhang mit Frittierfett oder bestimmten verarbeiteten Lebensmitteln sehr ins Gerede gekommen und ganz zu Recht. Zum Schluss sei noch erwähnt, dass die Reaktionsfreudigkeit von Doppelbindungen dafür sorgt, dass sie an Luftsauerstoff gerne oxidieren und vernetzen miteinander. Das merkt man, wenn man Olivenöl zum Beispiel nicht an der Flasche sauber abwischt außen, runtergelaufene Triler. Die verharzen im Laufe der Zeit, die werden immer zäher und fester, gehen schlechter weg und werden immer unappetitlicher. Den gleichen Effekt macht man sich zunutze bei der Ölmalerei. Da steht das mit Farbpartikeln angereicherte Öl auf der Leinwand und wird im Laufe der Zeit fest. Das ist der Grund, warum Ölfarben erst nach Tagen, Wochen, teilweise sogar nach Jahren erst richtig durchgehärtet sind, weil man darauf warten muss, dass am Luftsauerstoff die Vernetzungsreaktion eingesetzt hat.